Liebe Camper, oder hallo liebe Camper. So, die Heizung ist drin. Oh, das ist schon maulig warm hier. Schau mal, das ist alles. Da sitzt die Heizung. Es ist so, bei dem Fiat Ducato zu 95% kommt sie immer hier hin. Unterm Auto ist bei vielen Autos nicht machbar. Warum? Man braucht einen sehr, sehr langen Schlauch für die Ansaugung und dann wieder einen sehr langen Schlauch im Fahrzeug rein. Ich kann den Schlauch nicht drauf machen und dann knicken. Ich muss erstmal 1,50 Meter lang und dann hoch. Und ich habe hier keine Verluste. Ne? Oh, die surrt richtig ab. Oh, das ist auch wirklich heiß, das Ding hier. Du. Oh. Hier unten installieren wir ein Leitblech. Das fertigen wir alles an. Guck mal, das hat er wirklich wieder. Das hat er schon wieder richtig geil gemacht. Ne? So, der drückt jetzt hier, aber wirklich. Halt mal die Hand davor. Ja, das ist schon. Ja, da kommt richtig was raus. Also wir haben. Helge? Wie lange läuft die jetzt? Viertelstunde. Das ist mollig warm hier, ne? Ja. Mollig. Es ist okay, so. Ich hab die jetzt aber auch zum Einbrennen auf Max. Ja, du hast zum Einbrennen richtig, Max. Aber die hat 2,2 kW. Kinders, na, und man muss jetzt die Autarkie bei der Dieselheizung. Du machst an der letzten Tankstelle, du fährst im Winterurlaub, was auch immer, bis ein, zwei Wochen auf irgendeinen Stellplatz über Weihnachten, Silvester, wie das halt so ist. Ne? An der letzten Tankstelle machst du dir den Tank voll. Da ist nichts mit Gas schleppen. Ne? Du kannst den ganzen Tag, du bist unterwegs, du bist vielleicht mit den Kindern. Irgendwo, ja gut, ob Schnee wird dieses Jahr, das ist auch noch eine andere Frage. Auf jeden Fall bist du im Winterurlaub unterwegs, könntest dann sagen, jetzt brauche ich aber heiß Wasser, ich muss duschen, fährst du die andere Heizung hoch, bleibt die aus. Aber die Freiheit und das Gasschleppen ist mit der Heizung, ist das vorbei. Ne? Und das nächste ist, bei dieser Luftheizung, bei den größeren Autos könnte man auch im Wasserkreislauf. Aber dann haben wir sehr, 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 sehr hohen Energieverbrauch. Kinders, da kann ich euch vorrechnen. Ne? Hier liegt sie jetzt, wenn die jetzt voll läuft. Ich habe ja letztens bei mir gezeigt, 2 Ampere. Das ist ungefähr jetzt hier so 3 Ampere, weil die läuft voll. Ne? Helge, hallo. Da ist, wie gesagt, das ist einen ganzen Tag Arbeit. Helge, reduziere die doch mal ein bisschen. Ne? Tu mal 2, 3 Grad. Bring die, was haben wir jetzt hier drin? Warte. 31. 36 ist gefordert. Ja, geh mal runter. So, jetzt müsste sie. Gleich. Die müsste jetzt langsam abregeln. Ah, da ist auch ein Hitz hier drin. Wissen. Ja, aber du siehst mal, was du mit 2,2 kW hier erreichst. Hör mal. Jetzt fährt sie runter. Sie geht jetzt runter in dem Regelbereich. Jetzt wird gleich hier alles noch ein bisschen gedämmt. Das ist jetzt nur die erste Inbetriebnahme. Du musst erstmal richtig durchbrennen. Jetzt hörst du gleich gar nichts mehr. Weil du hast jetzt volle 2,2 kW Heizleistung angefordert. So, jetzt geht die ganz runter. Ja, so sieht das mit so einer Heizung aus. Wir können mal kurz unterm Auto gucken. So, hier an der Seite haben wir noch einen Hitzedämmstoff. Ja, weil hier läuft noch ein Kabelbaum, den haben wir ganz nach links gelegt, ja, dass sich die Hitze nicht irgendwie hier überträgt. Siehst du? Dann drücken wir den hier immer so sauber rein. Ne? Und dann ist das ganz schick. Siehst du nichts, du hast das halbe Fach noch frei. Das wird ganz sauber. Guck mal, am aller äußersten Ende sitzt die Heizung. Die sitzt ganz hier vor. Du musst auch aufpassen unterm Auto. Du musst am Cut überall dran vorbeikommen. Aber das ist ja auch nicht so gemacht. Komm, wir gehen mal nach draußen. So, hier sitzt der Schalldämpfer. So, und hier sieht man, hier ist ein Spezialschlauch. Ja. Da läuft der Abgasschlauch drin. Das ist ein Hitzeschutz. Ne? Dieses Scheißstück, wo ich mich auch immer drüber aufriege, kostet 85 Euro, der Scheiß. Das ist so brutal teuer, aber du kriegst nichts anderes. Und siehst du, wie sauber das hier oben sitzt? Schau mal.
Also, so baut man eine Standheizung ein. Na? Aber Helge, was ist das für ein Auto? Ist das überhaupt ein Ducato? Nee, ja, warte doch, Ducato ist das ja. Ja, weil mich wundert, weil hier das Auspuffblech gar nicht ist. Ja, okay, auf jeden Fall seht ihr mal, das ist alles in Edelstahl. So eine Heizung, die muss wirklich hundertprozentig ganz gute Top-Qualität muss die eingebaut werden. So, alles in Edelstahl, ne, alle Verbinder, da läuft die Dieselheizung, die Dieselleitung und die Pumpe sitzt auf der anderen Seite. Ne? Ja, so sieht das aus. Das wollte ich dir nur mal zeigen. Ja, wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch. Der Große drüben kriegt eine 4 kW Standheizung und draußen steht ein Leica Kreos, der kriegt wieder 2 kW. Und morgen kommt ein Hümer Tramp, der kriegt auch eine 2 kW. Ja, das geht jetzt, also diese Heizung geht jetzt hier richtig ab. Also da machen wir eine Menge. Es ist auch eine feine Sache. Es ist, Kinder, glaubt mir, das ist, man sieht ja selber, wie viele Autos diese Thoma-Diesel drin hat. Gas ist ja alles gut. Ist auch nichts Schlechtes oder was, ne? Ja, die Unabhängigkeit. Sogar zwei Heizsysteme. Wir wissen, im Winter steigt auch gerne einer aus. Ich habe das alles am eigenen Leib schon erlebt. Und aber diese zwei Flaschen, die sind so weg. Tagsüber machst du alles mit Diesel. Den ganzen Tag über bist du nicht da. Stellst du hin, 20 Grad, du bist gar nicht da. Das läuft, ne? Und oder du willst mal von ganz kühl richtig schnell hochheizen, da sollst du mal sehen, wie die reinhaut. Die ist sofort da, die Heizung. Das ist halt Eberspecher, ne? Und wie gesagt, der ganz neue Typ. Wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch. We'll be right back.